Nächster Stopp auf unserer kleinen weihnachtlichen Reise ist heute der Libanon. Und im Libanon, da wird im Grunde auch so ein bisschen etappenweise Weihnachten gefeiert. Los geht es am 4. Dezember, das ist der Tag der heiligen Barbara, bevor dann am 24.12. der Weihnachtsmann kommt. Und der 4.12., das ist der Tag der Barbara, der wird bei uns im Grunde auch gefeiert. Vielleicht kennt ihr das noch, alte Tradition. Es werden Kirschzweige bei uns in Baden-Württemberg geschnitten, die dann in das warme Zimmer gestellt werden und bis Weihnachten rosa Blüten treiben. Was Ähnliches wird im Libanon auch gemacht, da pflanzen die Kinder nämlich in so kleine Schälchen Weizenkörner oder aber auch Linsen ein, die dann keimen bis zum Weihnachtsfest. Und je nachdem, wie gut sie gekeimt sind, diese Saaten oder eben auch nicht, sieht man dann, wie im nächsten Jahr die Ernte wird. Das ist Punkt 1. Und wenn man dann mal geguckt hat, wie wird denn die Ernte im nächsten Jahr, dann verkleiden sich die Kiddies. Im Grunde so ein bisschen wie bei uns zu Halloween und ziehen von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Und das wiederum geht auch auf eine Tradition zurück von der heiligen Barbara. Die musste damals ja flüchten, bevor man sie dann leider doch geköpft hat. Ist in eine Felsspalte geflüchtet und auf ihrer Flucht hat sie sich wohl auch verkleidet. Und das ahmen die Kinder an diesem Tag ein bisschen nach.